ist auch ein Anlass, sich zu überlegen, wann fing das eigentlich an? Im Rückblick aus meiner Sicht, die Beschäftigung mit dem Thema Vollgeld, das liegt etwa 6 Jahre zurück, oder genau 6 Jahre zurück. Das war im September 2009. Da hatte mich Hans-Rudi Weber nach Bruck eingeladen zu einem Seminar zum ersten Mal zum Thema Geldsystem und Vollgeldreform. Es waren etwa 30 Teilnehmer und etliche von denen sind auch heute immer noch dabei. Für mich selbst, um das bei dieser Gelegenheit auch einmal zu erzählen, fing die Beschäftigung mit dem Thema 1975 an. Und das war an der Hochschule St. Gallen. Ich war damals dort Forschungsmitarbeiter. Es ging da um grundlegende Fragen der Wirtschaftsordnung und in dem Zusammenhang tauchte eben die Frage der Finanz- und Geldordnung auf und bin auf das Thema der Geldschöpfung gestoßen. Und dieses Thema der Geldschöpfung hat mich eben seither immer wieder und immer weiter beschäftigt. Den Begriff Vollgeld, den habe ich erst 1997 geprägt. Allerdings, doch um festzustellen, und erst vor 3 Jahren habe ich das festgestellt, den Ausdruck, den hat es vorher schon gegeben. Also den haben wir haben das Rad sozusagen neu erfunden, den Ausdruck hat es schon gegeben. Und zwar ist dieser Ausdruck vorhanden gewesen als Stichwort, man merke auf, im Handbuch des Geldbank- und Börsenwesens der Schweiz. Erschienen in den Jahren 1950er bis in die 1990er Jahre in 4 aufeinanderfolgenden Auflagen und darin wird Vollgeld definiert als unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel der Nationalbank. Ja, eben, genau das ist, was wir wollen, nicht? Also es scheint, das Thema Vollgeld liegt in der Schweiz irgendwie in der Luft. Ja, so. Ja, für mich ist es wirklich sehr beeindruckend, was aus diesen ersten Anfängen eben daraus geworden ist. Und ist wirklich eine tolle Geschichte. Nun, es wird euch bewusst sein, dass die Schweizer Vollgeldinitiative eine Vorreiterrolle erfüllt. Ihr findet große Beachtung, nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch darüber hinaus wird der ganze Vorgang auch im Ausland beachtet, um nicht zu sagen beobachtet. Und was ihr hier erreicht, jetzt erreicht habt und weiter erreichen werdet, das ist natürlich auch von erheblicher Bedeutung für das Ausland. Im Hinblick auf die Verbreitung von Wissen und Aufklärung über das Geldwesen und über das Geldsystem haben ja die bisherigen Aktivitäten schon Erhebliches geleistet, sich sehr positiv ausgewirkt. Und das sieht man vor allem daran, wie das heute schon wiederholt festgestellt wurde. Das Thema ist heute, im Unterschied zu vorangegangenen Jahren, ist das Thema heute in der Öffentlichkeit präsent, in den Medien, auch in der Wissenschaft immer mehr. Und das ist bereits eine große Errungenschaft. Und das war keine selbstverständlich, dass das erreicht werden würde. Und ich denke auch, die ganze Aktion des Unterschriftensammelns, auch das hat zur Wissensbildung unter den Leuten schon sehr viele äußerst wichtige Anstöße gegeben. McLuhan soll ja einmal gesagt haben, Geld sei ein Geheimnis, das nicht geschützt zu werden braucht, weil es durch allgemeinen Unglauben gewahrt bleibt. Das bringt wirklich was auf den Punkt. Ne? Das ist das Problem von vielen von euch gewesen, die versucht haben, Leute eben dafür zu gewinnen, die Initiative zu unterstützen.
Ich persönlich finde auch, es ist wirklich eine Kunst, eine pädagogische, eine didaktische Kunst, ein so schwieriges Thema wie das Geld und die Geldschöpfung, Leuten innerhalb kürzester Zeit nahezubringen. Also zumindest wenigstens sie dafür zu interessieren, dass sie denken, ah, halt mal, da ist irgendwas, muss ich mich damit befassen. Ja, das ist ein besonderer Schwierigkeitsgrad und deswegen ist natürlich der Erfolg der Vollgeldinitiative also umso gewichtiger und umso erfreulicher. Nun steht die Frage im Raum, wie soll es weitergehen? Und was ich dazu zu sagen hätte, das lässt sich auf eine kurze Formel bringen, nämlich Kurs halten. Weiterhin über die kommende Zeit, die 2 oder auch 3 Jahre bis zur endlichen Abstimmung, Kurs halten, auch in einem Umfeld, in dem das Thema Geld und Banken möglicherweise nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen wird, wie das in den zurückliegenden Jahren der Fall gewesen ist, obwohl, man weiß es nicht, es gibt möglicherweise nur eine dritte Welle der Finanzkrise, also nach der Subprime-Crisis aus den USA und der Euro-Schuldenkrise, eine dritte Welle dieser ganzen Finanzkrise als Banken- und Finanz- und Schuldenkrise in Schwellenländern, die dann auch für uns wiederum große Implikationen haben würde. Diese Formel Kurs halten, das meine ich jetzt auch noch in einem anderen Sinn, und zwar im Hinblick auf andere neue Kampagnen, die nun auch international auftreten, in verschiedenen Ländern und die auch etwas mit Geld zu tun haben, aber nicht wirklich mit einer Reform des Geldsystems. Da gibt es zum Beispiel, besonders im angelsächsischen Raum, Initiativen, welche die Geldpolitik der sogenannten quantitativen Lockerung ändern möchten zugunsten einer sogenannten monetären Staatsfinanzierung. Das heißt, die Forderung ist, die Zentralbanken sollen neues Geld direkt zur Finanzierung für öffentliche Investitionen schaffen und an die Regierung überweisen oder für eine Bürgerdividende, anstatt wie bisher beim quantitativen Lockern das Geld gefährdeten Banken zu geben oder zur Stützung gefährdeter Staatsschulden und Staatsfinanzen aufzuwenden. Das ist eine Idee, über die kann man sicher nachdenken und die könnte man unter bestimmten Bedingungen vielleicht sogar auch gutheißen, aber man muss sehen, dass solche Kampagnen mit einer Reform des Geldwesens sehr wenig nur am Rande etwas zu tun haben. Denn das bestehende Geldsystem bleibt davon, also wenn man das realisiert würde, die Geldschöpfung der Banken bleibt davon vollkommen unbeeinträchtigt weiter bestehen. Das hohe Niveau der Staatsschulden in den meisten Industrieländern, das sehr hohe Niveau, bleibt bestehen. Und auch die bisherige gewohnheitsmäßige Defizitpolitik der meisten Regierungen wird dadurch noch unterstützt und nicht etwa verändert, sodass man sagen muss, dass diese Kampagnen für quantitative Lockerung zugunsten von Staatsausgaben oder auch privaten Konsumausgaben, die bleiben im Rahmen der bisherigen Pfadverläufe, die uns ja da hinein geführt haben, wo wir heute sind, anstatt uns da herauszuführen. Deswegen eben Kurs halten, bei der eigenen Schiene bleiben. Und das gilt auch im Hinblick auf andere aktuelle Trends, vor allen Dingen jene Trends, die mit einer völligen Privatisierung des Geldes zu tun haben. Und das beginnt aktuell mit dem Vorhaben, das Bargeld abzuschaffen. Nicht sehr viele, es entsteht eine Kampagne, wenn man so will, etablierter Experten und
auch Zentralbankleute und Regierungsvertretern, die immer mehr sich dafür einsetzen, das Bargeld aus dem Verkehr zu ziehen. Was dahinter steht, ist der Versuch, negative Zinsen auf sämtliche Geldguthaben in den Industrieländern umzusetzen. Und was dem im Wege steht, ist das Bargeld. Weil wenn ich mein Geld in bar mir auszahlen lasse, dann kann man das nicht mit einem Negativzins belegen. Nicht? Nun überlegen diese Leute wahrscheinlich nicht, wenn es heute kein Bargeld mehr gäbe, also keine Münzen und keine Banknoten mehr, dann gäbe es wahrscheinlich vermehrt das moderne Äquivalent dafür, nämlich elektronisches Bargeld, E-Cash, in verschiedenster Form auf verschiedensten Trägern. Und da muss man sehen, dieser E-Cash, wo kommt der her, wo käme der her? Ausschließlich von den Banken. Das heißt, die Zentralbanken würden bei einem Verbot von Bargeld und Übergang zu E-Cash vollkommen die Kontrolle über das nationale Geld verlieren. Und ein anderer Trend in diesem Zusammenhang übrigens ist Bitcoin, also die Entstehung verschiedener Privatwährungen auf der Basis der sogenannten Blockchain-Technologie. Nun glaube ich persönlich nicht, dass solchen reinen Privatwährungen die Zukunft gehört, und zwar schon alleine deswegen nicht, weil diese Privatwährungen ohne staatliche Gewährleistung ihre eigenen Krisen höchstwahrscheinlich überhaupt nicht überleben würden. Und, aber es ist eine neue Technologie damit verbunden, diese sogenannte Blockchain-Technik. Und das könnte gerade für das elektronische Bargeld der Zukunft sehr nützlich sein. Aber wenn das so ist, dann muss es im Interesse von uns Vollgeldreformern liegen, dass ein solches elektronisches Bargeld erstens in der offiziellen Landeswährung und zweitens unter Kontrolle der Nationalbank ausgegeben und bewirtschaftet wird. Und dann liefe das durchaus in Richtung eben auch einer Vollgeldreform. Aber so wie die Dinge jetzt angelegt sind, im Sinne einer Privatisierung der Währungen, ist es in der Tat meines Erachtens eine große Fehlentwicklung, denn was dahinter steckt, das ist ja sehr wahrscheinlich nicht ein japanischer Daniel Düsentrieb, nicht, sondern das sind ja Akteure, die also danach trachten, sich dem Rechtsstaat möglichst zu entziehen. Also in diesem Umfeld, nicht, zwischen einerseits Ansätzen zu vermeintlich einfacheren Geldreformen, die aber keine sind, weil sie an den Verhältnissen im Prinzip nichts ändern, und andererseits Tendenzen zu einem weiteren Verlust der staatlichen Geldhoheit, gilt es eben für die Vollgeldinitiative Kurs halten. Nicht? Und in diesem Sinne also bleiben wir weiter fest auf Kurs bis zur Volksabstimmung. Viel Erfolg. Applaus.